Hallo und schön, dass ihr heute wieder bei Let's Play Armored Warfare dabei seid. Operation Kavallerie. Ein alliiertes Flugzeug transportiert wichtige Informationen über Nequiels Löwen in der Region. Du musst sicherstellen, dass sie deinen Klienten erreichen, den Internationalen Sicherheitsrat. Und ja, wir sollen das Flugzeug verteidigen. Und ihr seht also auch wieder eine PvE-Mission. Und wie gesagt, gewöhnt euch daran, weil es macht mir fucking Spaß. Also PvE, das ist wieder was. Da ist Armored Warfare für mich Fun. Man hat Panzer, man kann die ausspielen. Einfach cool. Man kann so Panzer spielen, die man vielleicht seltener spielt. Der Abrams. Komm schon, lade, lade, lade. Der Fox. Wieder einfach mal zuhaut. An die Informationen über die Löwen auf seiner Festplatte gelangen. Bitte die Maschine, weg mit dir! Die Daten und prüft, ob es Überlebende gibt. Wo ist denn der Bradley? Wahnsinn, der Fox ist einfach so unglaublich schnell. So. Weg. Kein Problem. Rakete haben wir am Start. Gerade mit seinen Reifen. Ein super cooles Gerät. Laden, AP. Die Aufklärung hatte recht. Das so. Eine der Abwehrstellungen sein, die unsere Flugzeuge anvisieren. Zerstört sie alle. Wir zerstören sie alle, wenn es ist. Logisch. Seid vorsichtig da drin. Nicht die Löwen kontrollieren die Stadt. Weshalb größte Vorsicht geboten ist. Wir wissen nicht, was sie anstellen können. Laden, AP! Oh, 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 oh. Wir wollen wieder getroffen. Nein! Nein, ich hab... Okay, das war jetzt... Das war blöd. Da muss ich sagen, das war blöd gespielt. Da bin ich dem viel zu nah plötzlich rangekommen und habe mich dann schlecht manövriert. Aber deswegen, jetzt hole ich mich wieder zurück. Bin auch unzerstörbar für die nächsten paar Sekunden. Und jetzt werde ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen. Das sollte ich auf jeden Fall. Weil nochmal will ich nicht kaputt gehen. Aber ich muss sagen, ich habe mich gerade auch schlecht manövriert mit... Ich hätte anders wegkommen müssen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Am Ende des Tages interessiert es keine Sau. Sondern nur, wie ich hier mit 80 über die Dünen springe. Wuhu! So, der Ort meiner Zerstörung. Hallo! So, ich bin jetzt hier aber bewusst etwas vorsichtiger. Aber auch nur ein bisschen. So, da ist ein Boss. Komm schon, jetzt Rakete. Und zack, Damage. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Haha, das ging gut. Mein Kill. Ziel identifizieren. Komm schon, ich habe doch gleich die Rakete geladen. Die nehme ich jetzt gleich nochmal für den auch her. Ziel identifizieren. Laden. So. Ah, schon wieder am Laden. Ich muss echt, wie gesagt, muss hier aufpassen. Nicht zu aggressiv nach vorne zu stürmen. Vielleicht auch nicht die idealste Mission für den Fox. Vorne stürmen und ich bin ganz vorne. Alles klar. Schön, dass ich auf mich selbst so höre und achte. Aber ihr seht, am Ende des Tages funktioniert es dann doch. Ati. Du.
identifiziert. Gute Arbeit. Ihr habt den Himmel für uns gesäubert. Laden, LP. Oh, oh. Ah. Oh, da ist der nächste. Komm schon, lade. Oh, hinter mir ist noch einiges. Ich muss hier weg. Hier will ich jetzt auf jeden Fall mal so nicht in erster Instanz stehen, sondern zum restlichen Team. Da hinten Leopard. Aber leider so, dass er dann die Rakete, wir laden die durch. Ah, auch nicht. Ziel identifizieren. So, dann auf Stingray. Auch zerstört. Laden, AP. Ah, da geht's jetzt wirklich rund. Wie man sieht. Laden, AP. Und zack dahin. Mobilität ausnutzen. Chieftain ist gleich zerstört. Wuhu. Ah, und da ist die Runde beendet. Wir haben das aber sowas von klar gemacht, du. Super spaßig einfach, dieses Thema PvE. Aktuell alles auf der Stufe schwer, was ihr da so gesehen habt. Aber ich werde mich da natürlich steigern und versuchen, euch immer mehr und immer bessere Matches zu zeigen. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, was diese 4847 Schaden unterm Strich wert sind. Natürlich durch meine Zerstörung habe ich da ein bisschen eingeboost und habe auch kurzzeitig 3 Sekunden vorsichtiger gespielt, aber dann habt ihr ja gesehen, habe ich mich wieder ins Getümmel gestürzt und habe auch den Blue Star für die höchste Reputation bekommen mit 8216 Spähschaden. Ja, dementsprechend Platz 1 und im Gesamtschaden habe ich mich aber auch gut nach vorne gekämpft. Dafür gab es 44.695 raus. Feine Runde, spaßiges Gerät und Gefährt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.